Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit sehr schlechter Belichtung. Ja, es ist langsam die Jahreszeit, in der man nicht mehr damit rechnen kann, während des Tageslichts zu drehen, beziehungsweise es ist jetzt morgens. Es sollte hell genug sein, aber es regnet seit Tagen in Strömen und es wird einfach nicht heller und wir müssen dieses Video jetzt drehen. Also machen wir das jetzt. Ich hatte mir ja letztes Jahr so ein Ringlicht-Dings gekauft, aber ehrlich gesagt macht es die Sache nicht viel besser. Erstens blendet es mega, aber vielleicht bin ich dafür auch einfach nur zu sehr Anfänger. Und zweitens macht es den ganzen Hintergrund einfach tierisch dunkel. Das heißt, ich bin jetzt zwar super hell, aber der Hintergrund ist dunkel, das sieht auch kacke aus. Also da bin ich noch auf der Suche nach der richtigen Lösung, aber wir arbeiten jetzt erstmal mit dem, was wir haben und fangen jetzt auch an. Es geht heute um meine Leseliste für den Oktober. Ich habe mir übrigens endlich eine vernünftige Strafe ausgedacht für mich. Also wir machen ja Subopoli, das heißt jeden Monat würfel ich anhand eines selbstgemachten Würfelspiels aus, welche Bücher ich im nächsten Monat lesen werde. Wenn ihr davon noch kein Video gesehen habt und gar nicht wisst, wovon ich jetzt rede, dann verlinke ich euch gerne unten das erste Subopoli-Video, da habe ich auch jedes Feld von dem Brettspiel erklärt. Und für diejenigen, die das schon kennen, die wissen eventuell, dass ich im letzten Monat oder die letzten beiden Monate, ich glaube nur im letzten Monat, es nicht geschafft habe, alle Bücher zu lesen. Also ich meine jetzt im August habe ich es nicht geschafft, alle Bücher zu lesen, die auf meiner Liste waren. Und im September habe ich es wieder nicht geschafft. Ja, und ich habe dafür jetzt eine vernünftige Strafe mir ausgedacht. Und zwar werde ich auf gar keinen Fall die Bücher abgeben, weil ich möchte sie ja noch lesen, nur weil ich es jetzt in einem Monat nicht geschafft habe, heißt das nicht, dass ich sie nicht noch behalten will. Ich werde aber stattdessen einen gewissen Eurobetrag in ein Sparschwein zahlen. Und zwar werde ich pro nicht geschafften Buch 5 Euro einzahlen. Das ist dann schon so ein bisschen an der Schmerzgrenze. Also ich meine, 5 Euro ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber ich habe jetzt zum Beispiel letzten Monat 4 Bücher nicht geschafft. Das heißt, es sind dann insgesamt schon 20 Euro. Und ja, so kommt dann wahrscheinlich auch einiges zusammen. Das heißt, ich schlage 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich spare und ich kann die Bücher behalten und mir eventuell von dem Geld irgendwann neue Bücher kaufen. Ja, erstmal möchte ich euch gerne zeigen, welche Bücher ich im letzten Monat nicht geschafft habe. Wie gesagt, das waren 4 Stück. Und zwar habe ich einmal Nevernight nicht beenden können. Ich habe es angefangen. Ich bin, glaube ich, bis Seite 80 oder 100 gekommen. Und irgendwie hatte ich dann keine Zeit mehr. Und dann hat es mich auch nicht so krass gefesselt, dass ich jetzt mega invested war und deswegen ja, habe ich das leider nicht beendet. Ja, und die anderen 3 Bücher habe ich nicht mal angefangen. Nämlich einmal Final Empire von Brandon Sanderson, Neben einem Funkeln die Sterne von Lily Lucas und zuletzt The Merciful Crow von Margaret Owen. Ja, dieses Buch hatte ich eigentlich ja in der ersten Septemberwoche lesen wollen. Das war ja in meiner Fairy Loot, was war das, August gewesen. Und ich hatte das eigentlich direkt in der nächsten Woche lesen wollen in meinem Lesemarathon, der völlig, wir reden nicht darüber. Ja, es war kein Lesemarathon, ich habe in dieser Woche kein einziges Buch beendet. Ja, ich wollte eigentlich auch vloggen, aber es hatte einfach keinen Sinn, weil ich habe ja nicht gelesen. Also, ich wollte ja auch lesen, so ist es nicht, aber ich konnte irgendwie nicht, ja. Wie dem auch sei, auch dieses Buch habe ich nicht gelesen. Und jetzt fangen wir aber an mit dem TBA für Oktober. So, beim letzten Mal sind wir hier auf dem Subglas stehen geblieben. Deswegen fangen wir da auch wieder an. Der erste Wurf ist eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. High Fantasy. Das erste Buch für Oktober ist ein High Fantasy Buch und das passt mir sehr gut, denn ich habe vor, dieses Buch hier, Rebel Spring von Morgan Rhodes, im Oktober zu lesen. Und zwar wird es ein Buddy-Read mit Jojo. Ich habe auch schon den ersten Teil gemeinsam mit ihr gelesen. Das ist ja der zweite Teil von Fallen Kingdoms. Und ja, diese Reihe hat insgesamt 6 Teile und ich hatte den ersten Teil nochmal gelesen, damit ich jetzt mit der Reihe weitermachen kann und sie auch mal beenden kann. Von daher ist es ganz sinnvoll, dass wir jetzt damit endlich auch mal weitermachen. In dieser Reihe geht es um 3 verschiedene Königreiche und es ist so ein bisschen wie das jugendliche Game of Thrones. Das ist immer so die Tagline und ja, es geht quasi um, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Charaktere, aus deren Sicht immer abwechselnd berichtet wird, um die religiösen und kriegerischen Verstrickungen zwischen den Königreichen. Und ja, ist wirklich sehr gut zu vergleichen mit Game of Thrones. Es ist halt das typische High Fantasy. Es gibt Krieg, es gibt Magie, es gibt
Mythologie bzw. religiöse Aspekte und natürlich Liebe und Intrigen und all dieser ganze Kram. Genau, ich habe keine Ahnung, was mich in Band 2 erwartet. Aber ich bin einfach mal gespannt und lasse es auf mich zukommen. Weiter geht's mit dem zweiten Wurf. Da haben wir eine 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mein Freund sucht ein Buch aus. Okay, da muss ich ihn natürlich nachher mal drum bitten, mir ein Buch aus dem Regal auszusuchen. Der zweite Wurf. Mein Freund sollte jetzt ein Buch aussuchen. Der ist ja aber gerade nicht da. Und von daher habe ich es folgendermaßen gemacht. Ich habe ein Foto mit 5 Büchern an meine Bücher-WhatsApp-Gruppe geschickt und den Mädels gesagt, dass sie mir mal bitte helfen sollen beim Aussuchen. Und die lieben Mädels haben sich für dieses Buch entschieden, nämlich Ophelias Geld, Teil 2, Der Himmel wird brennen von Lena Kiefer. Den ersten Teil habe ich im September gelesen. Wie ich ihn fand, könnt ihr in meinem Lesemonat sehen. Aber ja, das ist der zweite Teil und nach dem Ende will ich natürlich unbedingt weiterlesen und ja, werde das hiermit dann auch auf jeden Fall tun. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, dass ich dieses Buch lese, wenn ich in diesem Monat irgendwie Zeit habe zu lesen, was hoffentlich der Fall ist. Ophelias Gale spielt in einer Welt, die ein bisschen in der Zukunft ist. Es gibt einen König, der sozusagen ganz Europa vereint hat und der alle Technik abgeschafft hat. Also es gibt keine Laptops mehr, es gibt keine, also die hatten da auch schon sehr fortschrittliche Technologie und künstliche Intelligenzen und irgendwelche Implantate, die den Alltag für die leichter gemacht haben und das wurde halt alles abgeschafft. Und Ophelia kommt damit nicht klar, sie findet das total doof, sie ist halt mit dieser Technik aufgewachsen und teilweise ist sie auch darauf angewiesen, aus gesundheitlichen Gründen. Und ja, deswegen hat sie sich einer Rebellengruppe angeschlossen und ihr Ziel ist es, den König sozusagen zu stürzen. Deswegen begibt sie sich in ein Programm, das Geheimagenten für den König ausbildet und sie hofft, dass sie ihm dann so nahe kommt, dass sie ihn umbringen kann. So viel zur Handlung des ersten Teils, beziehungsweise zum Plot des ersten Teils und das ist Teil 2. Da werde ich euch jetzt nichts näher zu erzählen, aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ophelia Scale wird ja sehr gehypt momentan und ich kann es auch auf jeden Fall teilweise verstehen. Die ersten, ich glaube 150, 200 Seiten vom ersten Teil fand ich auch grandios. Also schon auf den ersten Seiten habe ich so viel gelacht, aber es ist jetzt hier auch kein Lesemonat. Also meine genaue Meinung dazu erzähle ich euch dann nochmal in einem anderen Video. Auf jeden Fall Fazit. Ich fand Teil 1 gut, aber nicht überragend und ich hoffe, dass Teil 2 für mich noch so ein bisschen mehr das Etwas hat, was mir da gefehlt hat. Weiter geht's mit dem dritten Wurf. Eine 3. 1, 2, 3. Oh je, das Buch mit der niedrigsten Bewertung auf meinem Sub. Das am niedrigsten bewertetste Buch auf meinem Sub, schwieriges Wort, ist dieses hier. My Dear Sherlock von Heather Petty. Das ist, ich glaube, der erste Teil einer Reihe. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie viele Teile da erschienen sind, ob das eine Trilogie ist oder eine Dilogie. Auf jeden Fall, ja, es hat eine durchschnittliche Bewertung von 3,4, glaube ich. Also ist schon eher schlecht. ja, was soll ich sagen? Also ich habe dieses Buch irgendwann vor ewigen Jahren gekauft. Ich glaube, das hat jetzt auch schon, Moment, 4 Umzüge mit mir gemacht in den letzten Jahren. Das heißt, es ist schon relativ alt. Es ist aber auch relativ kurz, das ist das Gute, es hat nicht mal 300 Seiten und ich hoffe, dass ich das recht schnell lesen wird. Die Schrift ist gigantisch groß. Also ja, wahrscheinlich wird man das sehr schnell lesen können und das ist das Argument, was für dieses Buch spricht. Denn ich muss sagen, ich bin nicht sonderlich motiviert, es zu lesen. Ich weiß auch gar nicht so viel darüber. Ich meine, offensichtlich geht es in irgendeiner Form um Sherlock Holmes und ich meine, dass Moriarty hier in diesem Fall ein Mädchen ist und dass sie irgendwie, also dass es zwischen den beiden eine Liebesgeschichte gibt. Es geht auf jeden Fall um eine schauerliche Mordserie im Park und Jamie, wer ist denn jetzt Jamie? Achso, Jamie Moriarty, das heißt es gibt eventuell auch gar nicht Dr. Watson, also in irgendeiner Form, weil Jamie, so James, könnte man ja irgendwie ableiten. Jedenfalls Jamie begibt sich auf die Suche nach dem Täter. Und alle Opfer stehen auf geheimnisvolle Weise mit ihrer verstorbenen Mutter in Verbindung. Und ja, die beiden ermitteln halt zusammen und sind außerdem verliebt. Okay, ich finde, das klingt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich meine, mit Sherlock Holmes kann man bei mir eigentlich nicht viel falsch machen. Von daher bin ich gespannt. Ja, vielleicht gefällt es mir ja besser als... Ich weiß auch, ich habe mir die Rezension nicht durchgelesen. Ich weiß nicht, warum es so schlecht bewertet wurde. Ich weiß nur, dass es so ist. Aber ja. Ich werde mal schauen, ob mir es vielleicht besser gefällt als dem Durchschnitt. Der vierte Wurf ist eine, hoppla, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das zuletzt gekaufte Buch, das passt mir sehr gut. Das zuletzt gekaufte Buch ist nicht direkt zuletzt gekauft, aber mein letzter Neuzugang war auf jeden Fall dieses Buch hier, Serpent and Dove von Shelby Mahulen. Ich weiß nicht, wie man die junge Dame ausspricht. Auf jeden Fall ist dieses Buch in der Fairy Loot September gewesen. Ja, jetzt spoilere ich euch für mein Unboxing, aber egal, der Arm ist jetzt durch. Ja, das ist nicht nur mein letzter Neuzugang, sondern auch tatsächlich eins der Bücher, die ich auf diese Liste gesetzt hätte, auch wenn sie nicht irgendwie mit reingepasst hätten. Denn ich bin so gespannt auf diese Geschichte. Es geht hierbei im weitesten Sinne um Hexen. Hexen an sich sind eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Die gehören halt zu den Fantasy-Wesen, die ich eigentlich eher uninteressant finde. Aber der Rest des Plots klingt unfassbar gut. Und zwar geht es eben einerseits um eine junge Hexe, die von ihrer, von ihrem Zirkel geflohen ist und ich glaube irgendwas verbrochen hat eventuell. Und auf der anderen Seite geht es um einen Hexenjäger, der offensichtlich Hexen jagt. Und die beiden hassen sich, logischerweise, und müssen aus irgendeinem Grund heiraten. What? Ja, das klassische Enemies to Lovers, und das ist eins meiner absoluten Lieblingsschemata in Liebes... Also, ich meine, es ist wahrscheinlich nicht nur eine Liebesgeschichte, aber in Liebesgeschichten innerhalb von Büchern ist das meine absolute Lieblingstrope, wie man auf Englisch sagt. Ja, ich weiß nicht, warum sie heiraten müssen, und ich weiß auch nicht, was es überhaupt noch weiterhin mit dieser Geschichte auf sich hat, aber ja, dieser Punkt alleine schon, dass sie dazu gezwungen sind zu heiraten, ist für mich einfach, das reicht mir schon und ich möchte es lesen. Und außerdem habe ich jetzt schon von einigen Leuten gehört, dass es richtig gut sein soll, und außerdem passt es so ein bisschen in die Halloween-Saison gerade, und ja, deswegen bin ich mega gespannt auf dieses Buch und freue mich schon sehr, sehr, sehr darauf, das zu lesen. Dann sind wir bei Wurf Nummer 5. Eine 3, 1, 2, 3, ein angefangenes Buch. Ein angefangenes Buch. Ich hatte damals, als ich dieses Brett entworfen habe, tatsächlich sehr viele angefangene Bücher. Ich glaube, davon habe ich jetzt einige auch schon durch Sobopoli jetzt beendet oder aussortiert. Ich habe aber gerade ein Buch, ich weiß nicht, ob das jetzt getrickst ist, aber naja, ich habe ein Buch, was angefangen ist und was ich jetzt in den letzten Tagen des Septembers angefangen habe, obwohl es nicht auf meiner Leseliste stand. Ja, auf jeden Fall habe ich Der Totschläger von Chris Carter angefangen. Das habe ich nur gemacht, weil ich von meinem eigentlichen TBR-Stapel keine Hörbücher mehr übrig hatte und ich brauchte ein Hörbuch, weil wenn ich Musik hören würde auf dem Weg von A nach B, wäre das ja Zeitverschwendung. Deswegen habe ich ein neues Hörbuch angefangen und da dachte ich, ich mache einfach mal mit dieser Krimiserie von Chris Carter weiter, denn ich finde, Krimis und Thriller, das sind für mich so, und Contemporaries auch, sind für mich die perfekten Bücher, die man als Hörbuch hören kann. Weil bei Fantasy habe ich immer das Gefühl, okay, ich muss mich jetzt mega konzentrieren und auf jeden Fall zuhören. Und bei allem, was keine Fantasy-Elemente beinhaltet, also Krimis, Thriller, Contemporary, Liebesgeschichten, da fällt mir das überhaupt nicht schwer. Da muss ich nicht irgendwie... Also da ist es nicht so schlimm, wenn ich jetzt irgendeinen Teil vom Worldbuilding verpasse, weil ich gerade nicht so aufmerksam zuhöre, weil es ist halt in der normalen Welt und ich weiß halt, wie die Dinge funktionieren. Versteht ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Der Totschläger schon angefangen. Ich bin gerade auf Seite 222, werde aber jetzt auch gleich auf jeden Fall noch weiterhören. Also das werde ich wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Tagen beenden. Zu dieser Krimi-Reihe habe ich euch auch schon echt oft erzählt, worum es geht. Also es sind einfach nur zwei Ermittler, die in L.A. beim LAPD arbeiten und die ultra krassesten, schlimmsten, ekligsten und brutalsten Serienmorde aller Zeiten aufklären und eigentlich auch immer dem gleichen Schema folgen. Es gibt immer einen Serienmörder und der macht Serienmorde. Der macht Serienmorde sehr gut. Der begeht halt viele Morde in L.A. und die beiden Detectives kümmern sich um den Fall und am Ende wird es immer irgendwie ein bisschen persönlich und ich finde die immer sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig, deswegen habe ich dieses Buch auf meine Liste gesetzt und ich muss aber sagen, alle Bücher bislang, bis auf Der Kruzifixkiller, das war der erste, aber danach, die Bücher hatten die so schön neu designt und auch das Cover ist ja in diesem neuen Design, aber der Buchrücken ist so dermaßen hässlich, ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Naja, auf jeden Fall, Der Totschläger steht auch auf der Leseliste. So, Wurf Nummer 6 ist... Oh, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht so, aber das ist eine 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das Subglas. Es gab bislang echt noch kein
Subopoli, wo das Subglas nicht vorkam. Da ist das gute Stück. Wir werden mal versuchen, jetzt hier irgendwas... Ich habe hier echt das Problem, ich brauche ein anderes Gefäß dafür. Das Problem ist, dass ich nicht an die unteren rankomme. Das heißt, ich habe hier oben immer relativ die gleichen rumfliegen. Nicht, dass ich wüsste, welche das sind, aber so richtig mischen kann man die nicht. So, mein Gott. Was haben wir hier? Wir haben hier Salt to the Sea. Irgendwie meint das Subglas es nicht gut mit mir. Ich meine, ich bin auch ein bisschen selber schuld, weil ich die neuen Bücher, die ich in den letzten 4 Monaten bekommen habe, also seit ich die Zettel ursprünglich geschrieben habe, nicht ergänzt habe. Also ich habe die nicht noch hinzugefügt. Das heißt, das sind eigentlich alles nur Bücher, die wirklich schon länger auf meinem Sub liegen. Aber ich ziehe echt immer die krassesten Subleichen daraus. Ja, jetzt ist es Salt to the Sea von Ruta Sepetys. Dieses Buch habe ich wirklich schon mindestens so lange wie My Dear Sherlock oder wie das Buch jetzt hieß. Ich will es ja auch lesen, aber nicht jetzt. Ja, auf jeden Fall, Salt to the Sea ist ein Historical Fiction Roman. Das Ganze spielt 1945 in Litauen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und, in 4 verschiedenen Orten. In Litauen, Ostpreußen, Deutschland und Polen. Und folgt, glaube ich, dementsprechend auch 4 verschiedenen Teenagern oder Kindern sogar. Auf ihrer Reise bzw. auf ihrer Flucht vor der Besetzung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es hierbei um ein Schiffsunglück geht, was auch wirklich so passiert ist, und dass es sehr mitreißend und auch sehr emotional und hard-hitting sein soll. Aber das ist auch schon alles, was ich weiß. Und es klingt ja auch gut. Ich weiß nur nicht, ob das echt momentan sowas ist, was meiner Lesestimmung so entspricht, weil ich bin momentan eigentlich ziemlich froh, wenn ich es schaffe, was zu lesen, was mich irgendwie packt. Und das sind momentan halt meistens New Adult-Bücher oder manchmal auch Science-Fiction. Historical Fiction habe ich auch noch nicht so oft gelesen, muss ich sagen. Keine Ahnung. Also jetzt ist es jedenfalls auf der Liste und ich hoffe natürlich, dass ich dazu komme. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn es ein Buch gibt, zu dem ich nicht komme, dass es dann das hier eventuell ist. So, weiter geht es mit Wurf Nummer 7. Das ist eine 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ach, hoffentlich. Ein weiteres Buch aus dem Subglas. Und das ist All the Crooked Saints. Und noch ein Subglasbuch. All the Crooked Saints von Maggie Stiefvater. Dieses Buch ist auch schon eine Weile raus. Ich war mega hyped, als es rauskam, weil ich ja den Raven Cycle, also die 4 Bücher um die Raven Boys, so sehr geliebt habe. Ich weiß nicht, ob ich das deutlich genug gemacht habe, aber ich habe sie sehr geliebt. Jedenfalls waren die ja eben auch von Maggie Stiefvater und dann hieß es, dass sie dieses Buch hier rausbringt und dann dachte ich mir, boah, geil, und das Cover ist auch super schön. Ja, und dann kamen irgendwie total viele nicht so angetane Rezensionen. Ich will jetzt nicht negativ sagen, weil durchweg negativ wahnsinnig, aber es war halt so, das, was ich den Rezensionen bislang entnommen habe, ist, dass dieses Buch sehr verwirrend und sehr wunderlich und sehr seltsam ist. Und ich kann mir das vorstellen bei Maggie Stiefvaters Schreibstil, die ist ja so ein bisschen träumerisch unterwegs, so ein bisschen verworren, so, also jetzt nicht ganz so Magical Realism mäßig, aber schon so in die Richtung, und das finde ich häufig verwirrend und das ist häufig nicht so mein Ding. Deswegen habe ich dieses Buch noch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht so viel, worum es hier geht. Es spielt, glaube ich, in den 60ern oder den 80ern auf einem oder in einem Trailerpark, und es gibt eine Familie, die irgendwie mit Wundern handeln oder so. Keine Ahnung. Das ist alles, was ich weiß. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, dann sagt mir bitte unbedingt in den Kommentaren Bescheid, wie ihr es fandet. Ich bin sehr zwiegespalten, was dieses Buch angeht, aber ja, ich hoffe, dass Maggie Stiefvater mich nicht enttäuscht. Und der 8. und letzte, hoffentlich letzte Wurf für diesen Monat ist eine 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein Buch, dessen Titel nur aus einem einzigen Wort besteht. Ja, und damit kommen wir dann jetzt auch zu einer Live-Entscheidung hier vor der Kamera. Für ein Buch mit einem Titel, das nur aus einem Wort besteht, habe ich nämlich 2 Auswahlmöglichkeiten. Und
Wie auch schon beim letzten Mal gibt es für mich nicht so viele Möglichkeiten auf meinem Sub mit Büchern, deren Titel nur aus einem Wort besteht. Aber zwei gibt es und eigentlich hatte ich mich erst für das andere entschieden. Und dann habe ich aber gerade noch gesehen, dass das andere auch eventuell gehen würde, wenn auch ein bisschen getrickst. Ja, okay, eigentlich sind beide getrickst, wenn man das so betrachtet, aber entweder Gemini oder Nevernight Teil 2. Also ich dachte halt erst Gemini, weil, weiß ich nicht, ich hatte ja Illuminae im Reading Rush nochmal gelesen und ich wollte halt eben natürlich weitermachen und Gemini ist mein Lieblingsband aus der Reihe, weil ich einfach Hannah und Nick so liebe. Von daher hätte ich mega Bock, dieses Buch zu lesen, aber Nevernight, übrigens sind beide auch vom gleichen Autor, aber Nevernight Teil 2 möchte ich halt auch so gerne lesen. Außerdem ist natürlich gerade der Hype groß, weil Teil 3 gerade auf Englisch erschienen ist und logischerweise auch bald im Deutschen erscheinen wird. Und aber das ist so dick, aber ich möchte es so unbedingt gerne lesen und ich glaube, dass es mir richtig gut gefallen wird. Aber ich weiß halt auch, dass dieses Buch mir gut gefällt und ich kann mich nicht entscheiden. The struggle is real. Welches Buch soll ich davon jetzt lesen? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Es gibt halt auch beide als Hörbuch. Das heißt, das kann ich jetzt auch nicht als Grundlage für meine Entscheidung nehmen. Ich weiß es einfach nicht. Wisst ihr, was wir machen? Ich kann mich nicht entscheiden. Wir setzen beide Bücher auf die Leseliste und entweder ich komme zu beiden oder zu einem oder zu keinem, aber das wäre der schlechteste Fall. Ich lege mich jetzt jedenfalls nicht fest, ja, und hoffe, dass ich irgendwann dann im Laufe des Monats merke, auf welches Buch ich mehr Lust habe. Das war's mit den Büchern vom Subopoly und jetzt zeige ich euch die Bücher, die außerdem noch auf meiner Leseliste stehen. Dann hatte eine liebe Zuschauerin mich nach meinem letzten Bookhaul, glaube ich, eingeschrieben, wo ich euch erzählt habe, dass ich Beautiful Liars Teil 2 gekauft habe und den ersten Teil aber noch nicht gelesen habe. Und deswegen haben wir beschlossen, Beautiful Liars Teil 1 im Oktober zu lesen. Ist zwar schon eine Weile her, aber ich hoffe, das steht noch. Also ja, Beautiful Liars Teil 1, das ist ein Buch, was in New York spielt oder zumindest ja, in der Zukunft in New York, nämlich 2118 und das Ganze spielt im höchsten Wolkenkratzer der Stadt. Ich glaube, ganz oben wohnen die Reichen und Schönen und die Armen wohnen ganz unten und dann gibt es irgendwie eine Party und irgendwelche Intrigen und ich meine, es gibt auch eine Leiche, aber ich könnte mich auch irren. Also keine Ahnung, auf jeden Fall soll das wie eine Mischung aus Pretty Little Liars und Gossip Girl sein. Ich bin mal sehr gespannt, ob das zutrifft und freue mich auf das Buddy Read. Außerdem möchte ich unbedingt dieses Buch hier lesen, Burning Bridges von Tammy Fischer. Tammy ist ja auch hier bei YouTube und da habe ich sie, glaube ich, ursprünglich mal entdeckt. Sie postet jetzt nicht super regelmäßig Videos, aber ich finde sie mega sympathisch und ich mochte ihre Art sofort. Und als sie dann erzählt hat, dass sie ein Buch rausbringt und es vor allem ein New Adult Buch ist, da war ich direkt Feuer und Flamme. Und ich weiß, dass das vorher bei Wattpad war und dass viele Leute das da schon gelesen haben und es richtig gut fanden. Ich habe es zwar noch nicht gelesen, aber ich bin trotzdem mega gespannt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses Buch mir richtig gut gefallen wird. Ich habe auch richtig hohe Erwartungen, was ja nicht immer eine gute Sache ist, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass mich dieses Buch enttäuschen wird. Das Lustige ist, ich kann euch nicht sagen, worum es geht. Ich weiß, dass es New Adult ist, es spielt irgendwie auf dem College und irgendwas Liebe wird passieren. Das ist aber auch schon alles, was ich weiß. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber ich freue mich trotzdem auf das Buch. Ja, und weil diese Leseliste noch nicht voll genug ist, möchte ich außerdem noch ein weiteres Buch draufsetzen. Also eigentlich möchte ich meine ganze Neuzugängeliste noch draufsetzen, aber ja, bleiben wir realistisch. Ein Buch, was ich auf jeden Fall, was ich halt super gern lesen würde, wenn ich es schaffe, ist King of Scars von Leigh Bardugo. Ich habe mir nämlich dieses Buch als Hörbuch runtergeladen letztens, weil ich kein Hörbuch hatte und dann habe ich es aber doch nicht angefangen, weil dann habe ich gemerkt, dass mir das zu fantasy-lastig ist, um es nebenbei auf der Autofahrt zu hören. Das heißt, ich werde mich da ein bisschen mehr drauf konzentrieren müssen, das ist aber auch okay. Das hat das Buch auch verdient und ich freue mich richtig darauf. Ja, weil ich es jetzt schon mal als Hörbuch runtergeladen habe, dachte ich mir, ich packe es jetzt auch auf die Leseliste, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich es dann jetzt diesen Monat höre, ist relativ groß. Hierbei geht es jedenfalls um den King of Scars und ich werde euch jetzt mal nicht verraten, wer das ist in diesem Grishaverse, weil das ist ja schon der zweite Spin-off der originalen Grisha-Trilogie. Wenn ihr Six of Crows gelesen habt, dann oder Crooked Kingdom, also den zweiten Teil, ich bin mir nicht mehr sicher, wo genau er auftaucht. Auf jeden Fall wisst ihr dann, wer der King of Scars ist, aber ich will jetzt halt nicht in irgendeiner Art und Weise spoilern, deswegen sage ich dazu jetzt nichts. Ich weiß auch tatsächlich inhaltlich aufgrund der vagen Inhaltsbeschreibung anderer Menschen eigentlich nicht, worum genau es geht und was der Konflikt ist. Ich weiß halt nur, es geht halt um diesen Typen. Ich weiß auch noch, dass
eine Protagonistin, aber eine der wichtigeren Charaktere aus der griechischen Trilogie hier wieder auftaucht und es irgendwelche Probleme im Königreich gibt. Aber das ist eigentlich wirklich alles, was ich weiß. Ich lasse mich überraschen und ich bin ja eigentlich guter Dinge, dass Libadugo mich da nicht enttäuschen wird. So, meine Lieben, ich würde sagen, das muss jetzt reichen. Wie gesagt, ich könnte noch so viele Bücher mehr auf diese Leseliste aufnehmen, weil ich quasi meinen ganzen Neuzugänge-Stapel vom letzten Monat am liebsten sofort lesen würde. Aber ja, wir wollen den Druck ja mal gering halten. Ist ja auch nicht so, als wenn jetzt die 11, 12 Bücher nicht schon mehr als genug. Ich werde die wahrscheinlich wieder nicht schaffen, weil ich einfach so wenig Zeit habe zu lesen. Ich will ja, aber irgendwie, wenn die Zeit dann da ist, dann kann ich mich auch nicht so richtig konzentrieren. Das habe ich euch aber auch schon mal erzählt. Also ja, jedenfalls meine Leseliste für den Oktober. Wenn ihr davon schon Bücher gelesen habt, sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid, wie ihr sie fandet. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.